Tag, Digga. Alles gut? Ja. Du bist alleine? Nö, die gehört noch dazu. Was ich erst sein will. Das ist ja ein Kampf hier, ne? Das ist eher ein Kampf als ein Kampf. Da hinten, da Also 64 Leute können gleichzeitig spielen. In 5 Minuten können die rein. Wir gucken die 10 Minuten Video oder 15. Dann gehen die rein spielen, dann kommen die nächsten 64, gucken Video. Also müssen wir nach ungefähr 3-4 Malen drin sein. Ja, seit 40 Minuten chillen wir jetzt hier. Hallo. Dann haben wir hier so einen Vlog. Start. Ja. Und dann wird Battlefield gezockt. Das kann leider keine Videos machen. Aber gleich gibt es ja doch die Gelegenheit. Soll ich einen Safety-Stick mitbringen oder was? Hast du einen? Ich glaube ja, ich habe bis zum 1000 die rumliegen gehabt, ja. Mach mal. Hab ich nicht. Das ist eine Debatte, die für beide Hände funktioniert.
Er denkt, er wäre in der Ferien, aber er hat keinen. Nein, ich habe tatsächlich gerade keine einzige Nachricht bekommen. Weil ich mag, glaube ich, einfach keine. Ja. Daran wird es auf jeden Fall liegen. Ja. Du hast schon bekommen, okay. Ja, wir sind 2-3. Ja. Die lügt auch, ja. Ich habe ihn gesehen, ja, so ein Batzen, also total beliebt hier. Von allen Gamescom-Besuchern habe ich das Gefühl. So viele Nachrichten, ja, hat hier, glaube ich, kein anderer. Nein. Ja, brauchst jetzt nicht schüchtern hier zu reagieren. Oh, nee. Also, ja, schreib ihm hier, ne, falls er überhaupt sein Kopf. Ja, wenn ihr hier seid, hat, ja. 1, 2, 0, 2, klar. Doch, wenn du es online machen würdest. Ja, ich wollte eigentlich so die ganze Gamescom machen. Ja, dann guck mal, geh einfach nach Hause. Lade das hoch, upload und 1202 ist Nummer. Meine Nummer ist 69. 69, der Rad ist ja nicht super aus. Ja. Wo steht der da? Ich weiß, dass er nicht so spielt. Ich bin jetzt gleich weg. Ich muss mal ein bisschen liegen und spaß. Ja, das war Ubi hier im Cosplay Village. Langsam leert sich auch alles hier. Und ich gehe jetzt mal was essen. Ja. Gleich ist gleich. Da bin ich wieder. Leider war der Akku leer. Battlefield 1 war echt geil, oder? Definitiv. War ein sehr gutes Spiel, muss man sagen. Also wir haben richtig gerockt. Ich war, glaube ich, Platz 1. Nein, Spaß. Ich glaube, ich war Platz... Wie viele Leute waren 14, wir? 32. 32 für 14 oder so. Nee. 14, 16? 14 irgendwie so, ja. In der Mitte irgendwo. Ich hab, glaube ich, irgendwie 8 Leute oder so abgeknallt, ein bisschen gesnipert, immer daneben geschossen. Ja, ja, Flugabfall ist doch drin, Alter. Ja, ich wollte eigentlich auch ein Flugzeug fliegen, aber ich habe irgendwie nicht geschafft, das hinzubekommen. Nee, war auch irgendwie, ging auch, glaube ich, gar nicht. Doch, ging schon, aber musste auf also Flugzeug. Also die anderen sind ja auch geflogen, ne? Aber ich musste sofort direkt am Spawn sein. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich bin noch, hab das noch nie gespielt. Aber war an sich ganz geil. Grafik war Porno. Auch die Details, so wenn eine Bombe neben dir explodiert ist, das war schon echt, war schon Respekt an die Macher da auf jeden Fall. Ja, danach sind wir ein bisschen rumgelaufen. Was haben wir gemacht? Rocket, ein bisschen was abgesahnt. Ein bisschen kann ich, ist gut. Ich kann mal zeigen, was da so bei rumgekommen ist. Auf jeden Fall coole Sachen dabei. Made Café. Ja, Made Café, quasi Cosplay Village waren wir. Haben uns hier so eine schöne Nummer gemacht. Ja. Ein bisschen zum Quatschen. Ich habe ein paar schöne Nachrichten bekommen. Hab ein paar geschrieben. War ganz cool. Ja, dann waren wir bei einer YouTuberin. Ich glaube zwei sogar. Einmal Zero Sugar, also Nana und genau, bei Zero Sugar, Snow White. Nana kennt ihr vielleicht. Ein bisschen geplaudert. Snow White. Und danach Snow White. Ja, die kann ich beide noch nicht. Ja, ich habe die beide durch den Julian kennengelernt. Beide echt cool, echt nett. Ja, und dann habe ich noch einen Access bekommen zum, wie nennt man das? VIP-Bereich. Ja, genau. Wo die ganzen YouTuber waren, da ein bisschen verbracht. 5 Minuten war nicht lange, aber war trotzdem ganz witzig. War ziemlich nah bei denen zu sein. Ja, wir haben gerade hier was gegessen, eine Pommes, 3,80 €. Geht mega viel für die Portion. Aber ich hätte mir einfach gedacht, den Teller einfach randvoll machen. Und, vor allem Doppel-Mayo, Doppel-Ketchup für nichts, Doppel-Ketchup. Umsonst dabei und ein voller Teller. Ich bin gerade auf jeden Fall satt. Ja, definitiv. Dann haben wir noch so einen Effekt Energy Drink. Ja. Jetzt ab nochmal ins Made Café, noch ein bisschen chillen, ab ausklingen und dann. Genau, und dann mal gucken, was noch so kommt. Ob ich noch was aufnehme hier. Ja, war auf jeden Fall ein erfolgreicher Tag. Und ich sag schon mal tschüss, falls ihr uns nicht mehr seht. Ansonsten bin ich morgen wieder am Start und filme da mal weiter. Mit vollem Akku. Vielleicht 2 Akkus. Dann sag ich mal tschüssi, ne? Yes.
muss was werden, Junge. Ja. Das ist voll schlau, oder? Da waren gestern auch welche, die haben auch gewonnen. Mit so einem scheiß Schiff. Ja. Was haben die draufgeschrieben? Suche Tastatur, wachse dafür auch gerne meine ja, Beine. Ich hab oder so. Wenn ich gleich nichts kriege, dann lass ich auch die Beine wachsen. Aber ich sag immer noch gut drauf, wir haben ja noch einige Sachen, ja, alles gut. So, ich glaube, irgendjemand von da, da ist ein Scheinwerfer, der scheint genau auf euch. Irgendein, mindestens einer von euch braucht eine Sonnenbrille, oder? Der hat ein kindliches Augen. Ey, die zerbricht, ja, also der die Hand. Konrad. Diesmal. Das spielt einer CSGO mit Lenkrad. Deswegen brauchen wir eine neue Tastatur. Ey Digga, wenn du CSGO mit Lenkrad spielst, dann bist du geil. Da brauchst du keine Tastatur, da brauchst du einen Profivertrag. Ohne Scheiß. Aber cool genug für eine Sonnenbrille. Gib mal nach hinten durch. Zu dem Herrn. Gewonnen! Ja, das war's von mir für die Gamescom 2016. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr die gerne in den Kommentaren erwähnen. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Und alle Sachen, die ich noch so ergaunert habe, quasi, könnt ihr gerne nochmal sehen in einem nächsten Video. Da werde ich euch mal alles vorstellen und zeigen, ganz in Ruhe. Und ja, das war's dann von mir und vielleicht sieht man sich ja das nächste Mal wieder auf der Gamescom. Tschüssi, Kowski!